So, wie nenne ich dich jetzt? Bernhard. Nein. Fuck, es ist echt schwer, Namen für Hühner zu finden. Vor allen Dingen epische, die zu so tollen Namen wie Horst passen. Oliver? Nein. Komm schon, Stampus, streng deine grauen Zellen an. Wie könnte man einen Gockel nennen? Hubert! Das ist mein mächtiger fliegender Gockel Hubert. Hubert und Horst werden zusammen den Windfisch besuchen und herausfinden, was es mit dieser ominösen Insel auf sich hat. Perfekt. Einfach nur... Ich hasse Fledermäuse in 2D-Zelda-Spielen. Die in den 3D-Spielen gehen ja noch, die töten einen nicht so oft. Also mich jedenfalls nicht. Bah. Ernsthaft? Seriously? Why? Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ja, doch. Also allzu lange kann ich heute nicht aufnehmen. Denn ich habe nachher noch eine Aufnahmesession von einem Geheimprojekt vor mir, das noch geheim ist und das als Anschluss an Link kommen, hier an Link's Awakening kommen wird. Aber das macht ja nichts. Hüpfi und auf Nimmerwiedersehen. Danke. So, missbrauchen wir nochmal die Fähigkeiten dieser netten Fee. Wow, wie ich gerade mit dem Boden meiner Teetasse den A-Knopf gedrückt habe, weil halt meine Hand nicht frei war. Gut, jetzt habe ich auch schon wieder viel zu lange gebraucht, um in den nächsten Dungeon zu kommen. Ich will den, ich liebe diesen Dungeon. Es ist der Turm, es ist der Bar, die Adlerfestung oder wie auch immer das Ding heißt. Ich kriege jetzt schon wieder Orgasmen, wenn ich dran denke. Das ist... yes, gut. Tod und Verderben. Danke. So, hallo Adlerfestung. Ich bezweifle gerade, dass der Gockel mich begleiten darf, aber naja. Wie sich einfach der ganze Turm dreht. So, Gockelchen, ich glaube, du musst hier draußen warten. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Level 7, Adlerfestung. Oh yeah. Ich muss kurz mal wieder das Theme genießen. Ich nehme das jetzt als Ausrede, um den Tee auszutrinken. Und Tee nachzuschütten. Wie gesagt, ich habe mir zur Abwechslung mal wieder eine ganze Kanne gemacht. Und von wegen ist es unprofessionell, während Let's Plays zu trinken. Das hilft nur dabei, die Stimme geschmeidig zu halten. Oh yeah. Wobei ich mir da, glaube ich, den grünen Tee mit Honig machen sollte. Fuck. Okay. Ihr seht's schon, oder? Ihr seht die Karte. Seht ihr die Karte? Seht ihr, wie die Karte aussieht? Ohoho. Das ist eine schöne Karte. Oh, fuck. Dieser Dungeon war nicht mal einfach. Der war sogar ziemlich schwer. Aber er war schön. Oh, fuck. Ja, ist gut. Genau deswegen habe ich mein Zauberpulver aufgefüllt. Um euch Drecksteile zu töten. Na komm, ich will die Feder ausrüsten. Bitte. Nein, die Tür will ich... Will ich die Tür öffnen? Ich glaube, in diesem Dungeon musste man sehr vorsichtig damit sein, wo man seine Schlüssel einsetzt. Weil es kann passieren, dass man sonst sehr, sehr lange zum nächsten Schlüssel laufen muss. Das ist... bisschen uncool. Da haben wir schon den Grund, warum ich diesen Dungeon liebe. Ihr seht da eine grüne Kugel. Diese grüne Kugel dürfen wir mit dem Kraftarmband Level 2 hochheben.
Uppsala. Und die dürfen wir auch einen Großteil des Dungeons mit uns mitschleppen. Ah, komm. Fuck. Ah, wie kriege ich dich denn da durch? Ich könnte die Pegasus-Stiefel benutzen. Moment. Pegasus-Stiefel. Yes! Geschafft, okay. Ah, ja, da ist schon... Da ist der Grund, warum ich diesen Dungeon liebe, weil... Der Aufbau dieses Dungeons ist einfach genial. Man hat einmal auf der Map... Man sieht hier diese vier Areale. Und dann sieht man da diese merkwürdige Säule. Diese Säule kann man mit Hilfe dieser riesigen Stahlkugel kaputt machen. Oh, und da graggen einfach mal Sprites. Wunderschön. Und dadurch, dass man diese Säulen kaputt macht, kommt man der Boss-Tür immer näher. Nebenbei ist diese Kugel mächtig und kann so ziemlich jeden Gegner hier, glaube ich, one-hitten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so war, aber... Ich bin mir doch schon ziemlich sicher. Einmal... Nein, das ist die Kugel. Und, komm, 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 Glück, Glück. Ach, fick dich. Dämliche Pferdeköpfe. Pferde sind sowieso gruselig. Ich meine, guckt euch mal Pferde an. Was für ein ekelhaft langen und dicken Hals und Kopf, die im Vergleich zu ihren viel zu langen und dünnen Beinen haben. So. Oh, die Karte. Oh, die Karte. Ja, die Karte. Komm her. Oh, ho, ho. Und ich glaube, wir dürfen hier sogar runterfallen. Ja, wir dürfen hier runterfallen. Und es ist sogar verlangt, dass man hier an einigen Stellen runterfallen muss. Ja, so finde ich die Musik in den Dungeon auch schon gleich ganz viel angenehmer. Was bist du, Jigglepuff? Wow. Jigglepuff, gehst du damit tot? Wow. Wow, Kirby, nicht Jigglepuff. Wow. Fuck. Ich kann's nicht töten, verdammt nochmal. Stirb. Moment, wie viele Bomben hältst du aus? Ich will dieses Jigglepuff töten. Scheiß drauf, wenn ich dafür draufgehe. Oh, das war's so wert. Das war's so wert. Oh. Erstmal, glaube ich, erkunde ich die Wege, wo ich lang kann. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Und dann schalte ich mal den Schalter um. Goomba. Goomba und schon wieder ein Jigglepuff. Moment, kann ich das Jigglepuff mit... Ich weigere mich, es Kirby zu nennen. Okay, geht nicht. Gut, dann... Weiter mit Bomben füttern. So, okay, da musste ich einen kurzen Schnitt machen. Da hat sich mein Hals gedacht, ja, ich löse mich einfach mal in Tonnen von Schleim auf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein wenig erkältet, aber ich merke irgendwie nichts davon. Das wird mir schon mal ein wenig weiterhelfen. Aber nicht viel. Oh, das bringt mir ja mal gar nichts, da kann ich runterhüpfen. Ich glaube, ich möchte erst alles auf diesem Stockwerk erledigen, was ich auf diesem Stockwerk erledigen kann. Oder? Ja. Also den Schalter betätige ich doch, okay? Ich glaube, ich betätige gleich einfach den Schalter. Ja, leck mich. Leck mich. Da komme ich... Nach oben und das bringt mir nichts. Was hast du zu sagen? Springst du vom obersten
Stockwerk herunter, kommst du zur Truhe. Okay, wenn ich runterspringe, komme ich zur Truhe. Das war's mir wert, da war ich einfach zu faul, die... Ups. Da war ich einfach nur zu faul, meine Pfeile und Bogen auszupacken. Wir sind wieder... Okay, wir sind wieder auf dem Anfangsstockwerk. Und ich kann hier jetzt Dinge tun. Link, hör auf, dich von jedem Scheiß treffen zu lassen. So, jetzt kommen wir auch hier lang. Yes! Oh, upsala. Ah, komm her. Du bist nur eine Mumie. So, die Läden. Sehe ich das, glaube ich, richtig, dass ich hier auf diesem Stockwerk, glaube ich, nur noch nach links kann vom Anfang aus? Oh. Ja, ich dürfte eigentlich nur noch nach links können. Und danach muss ich mich schon wieder in die Tiefe stürzen. Sehe ich das richtig? Na, werde ich gleich sehen. Fick dich! Okay, ich kann die mit Krügen beschmeißen, das ist ein Instant-Kill. Ah nein, ich kann hier doch noch das Stockwerk einmal wechseln, bevor ich mich nach unten stürze. Das ist eine Einwegtür, hier komme ich nicht weiter. Wow, wow, wow. Wow, bist du schon der Zwischenboss? Lol, wie lächerlich. Okay, ich glaube, du bist ein Zwischenboss und nicht der Zwischenboss. Oh. Oh my. Fuck. Also das Gelbe kommt nach Herz, okay. Oh fuck, die Dinger konnte ich beim letzten Mal schon nicht. Komm. Yes! Yes, sir. Da... Wie komme ich da hin? Da komme ich von oben hin, okay. Ah, da muss ich irgendwo geschickt runterspringen. Das kann ich noch nicht. Will ich jetzt die Einwegtür nehmen, oder... Ich muss die Einwegtür nehmen. Ich liebe diesen Dungeon einfach. Er ist so komplex. Oh. Und ich muss jedes Mal, auch wenn ich... Ich kann diesen Dungeon nicht auswendig. Ich muss jedes Mal wirklich wieder nachdenken. Bei anderen Dungeons weiß ich so ab einem Punkt, okay, yo, das musst du machen. Aber hier ist es einfach so... Ich muss einfach jedes Mal... denken und... Wow, es ist toll. Da kann ich nicht runterfallen. Nein. Fick dich. Danke. Oh. Ihr könnt mich mal... So long, sucker! Das war, glaube ich, schlecht. Fuck. Fuck. Wenn ich das überlebe, ohne runter zu fallen, wie konnte ich denn erwarten, dass das Ding mich nicht trifft? So. Ah, du nervst schon mal am meisten. Fuck, 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 fuck. Zu viel Zeug verschwendet. Das ist ärgerlich. Das werde ich definitiv noch öfter brauchen. Nein. Leck mich, Boden. Leck mich. So. Hier brauche ich eine weitere Kugel. An die Kugel komme ich... Oh, okay, okay. Upsala. Du erst. Du. Yes. Nein. Ah, okay, dann ist es auch egal, was du mir zeigst. Ich will die wieder auf das Dreieck haben, also auf...
Hört auf, ineinander zu stehen. Das ist unfair. Nein. Nein. Fuck. 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 Ich kann euch nicht. Ich kann euch nicht. Herz. Nein. Nein. Oh, halt doch einfach mal still, du Drecksviech. So, Kreuz kommt nach Pik. Kreuz kommt nach Pik. Fuck. Kann ich die nicht mit einer Fernkampfwaffe irgendwie? Oh, da ist. Kreuz kommt nach Herz. Herz kommt nach. Herz kommt nach Kreuz. Herz kommt nach Kreuz. Fuck. Zu früh. Zu früh. Herz. Herz kommt nach Kreuz. Herz. So, jetzt aber. Herz kommt nach Kreuz. Herz kommt nach Kreuz. Yes! Oh, danke. Der Kompass. Oh, wunderschön. Ja, danke, danke. Ich weiß, was der Kompass kann. Wie bekomme ich jetzt die Kugel darüber? Hier will ich nichts tun. Ich will die Kugel darüber bekommen. Ups. Feder. Das Ding kann ich schieben. Holen wir uns nochmal eine Kugel ab. Ja. Und zwar wieder mit den Pegasus-Stiefeln, weil das einfacher ist. Ja, die zweite Säule dürfte dann damit auch drauf gehen. Soweit ich weiß, waren es 4 Säulen. Oder waren es 3? Vielleicht waren es auch 5, wer weiß. So, schaffe ich das? Oh. Yes! I did it. Kann ich dich schieben werden? Ja, kann ich. Gut, gut. Es tut sich was.